Elma und die rosarote Rosa. Eine Geschichte von David McKee. Inmitten einer großen Elefantenherde standen Elma, der bunt karierte Elefant, und sein schwarz-weiß karierter Vetter Willi. »Sie sehen alle gleich aus«, meinte Willi. »Sie sind aber nicht gleich«, sagte Elma. »Sie fallen nur nicht so auf wie wir. In einer Herde, in der alle aussehen wie du und ich, würden wir auch nicht auffallen.« In diesem Augenblick kam das Vögelchen angeflogen. »Großpapa braucht euch!« »Dann nichts wie hin«, sagte Elma zu Willi. Großpapa suchte etwas unter einem Busch. Als er Elma und Willi entdeckte, meinte er, »Bestimmt versteckt sie sich vor euch.« »Sie?«, fragte Elma. »Von wem redest du?« »Von Rosa«, sagte Großpapa. »Sie hat ihre Herde verloren und ihr müsst sie zurückbringen.« »Ach, da ist sie ja. Hab keine Angst, Rosa. Das sind Elma und Willi.« Hinter einem Baum guckte ein kleiner Elefant hervor, ein rosaroter Elefant. »Oh«, sagten Elma und Willi überrascht. »Wie niedlich«, fügte Elma schnell hinzu. Rosa wurde rot. »Sie wird schnell rot«, flüsterte Großpapa. »Vermutlich heißt sie deshalb Rosa.« Die rote Rosa sagte gar nichts. Die Herde ist am See entlang gegangen. »Ihr müsst nur den Spuren folgen«, sagte Großpapa. »Ihr seid schneller als ich. Mach's gut, Rosa!« Rosa verabschiedete sich höflich und rannte hinter Elma und Willi her. Am See trafen die drei einen anderen Elefanten. Der Anblick der rosaroten Rosa verschlug ihm die Sprache. Als der Elefant fort war, meinte Rosa, der war aber komisch. Um sich die Zeit zu vertreiben, rannten die drei Elefanten um die Wette. Rosa quietschte vor Vergnügen, denn irgendwie gewann sie immer. Und jedes Mal wurde sie noch ein bisschen rosaroter. Willi zauberte mit seiner Stimme, denn er konnte mit dem Bauch reden. Erst brüllte er wie ein Löwe hinter einem Felsen, dann zwitscherte er wie ein Vogel in einem Baum. Rosa kicherte fröhlich, wurde rot und klammerte sich an Elmas Rüssel. Plötzlich rief Rosa, »Hört ihr das? Das muss meine Herde sein. Ich gehe lieber alleine weiter. Die anderen könnten erschrecken, wenn sie euch sehen. Ihr seht so anders aus, vor allem der komische Elefant, den wir vorhin getroffen haben. Vielen Dank, dass ihr mich zurückgebracht habt. Besuch uns wieder«, rief Elma. »Komischer Elefant? Was hat sie damit gemeint?«, fragt Willi. »Sie hat bestimmt einen Scherz gemacht«, meint Elma. Vom Hügel aus sahen sie, wie Rosa sicher bei ihrer Herde ankam. »Das war ja doch kein Scherz«, sagte Elma. »Kein Wunder, dass sie den grauen Elefanten komisch fand. Die Elefanten in Rosas Herde waren nämlich alle rosarot.